Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Rima. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Letzter Versuch. Lothar Matthäus testet Partnervermittlung. Langweile. Bundeswehr trauert Hochwassereinsatz nach. Und IAA-Flop. Neuer Mercedes-Jeep fällt durch. Die Themen der Woche. Am Mittwoch gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Armenien mit 4:0. Alle Augen richteten sich dabei auf einen Spieler, Jürgen Klinsmann, der wo bis dahin seit 8 Monaten kein Tor mehr geschossen hatte. Doch diesmal spielte Klinsmann von Beginn an brillant auf. Und schließlich gab es für die Zuschauer auch noch wirklich Grund zum Jubeln, denn Jürgen Klinsmann verblüffte die Nation mit 2 schönen Dingern. Zieh das mal an, Jürgen, sonst erkältest du dich noch. Ah ja, das ist eine super Idee. Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Darüber wollen und müssen wir mit Jürgen Klinsmann natürlich sprechen. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Hallo, Herr Klinsmann, oder muss ich jetzt sagen, Frau Klinsmann? Ich weiß es selber noch nicht. Na, Ihre Nationalmannschaftskollegen scheinen es aber ganz genau zu wissen. Nach dem 1:0 haben die ja wie wild an Ihnen rumgefummelt. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und nach dem 2. Tor hat Olaf Thon sogar an Ihnen rumgenuckelt. Nein, ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Gar nicht mitbekommen? Geradezu provoziert haben Sie das doch. Nein, in keinster Weise. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich schlage vor, wir beenden dieses Gespräch. Besser jetzt als nie. Vielen Dank, Nationaltunte Klinsmann. Das war nicht nötig. War es doch. Weichei. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der unerreichbaren Anke Engelke. Überblick. Bonn. Außenminister Klaus Kinkel betonte auf der FDP-Fraktionssitzung, alle Mitglieder säßen im selben Boot. Seinen Parteikollegen machte dieser Vergleich Angst. Mist, die kommen ja gar nicht vom Fleck. Oh Mann, ist der blöd. Mach halt besser Saubeutel. Wiesbaden. Die Zahl der Studienanfänger ist zum Sommersemester deutlich gesunken. Vor allem Familienministerin Claudia Nolte freut sich über jeden, der einen handwerklichen Beruf ausübt. Na Claudia, soll ich dich mal so richtig putzen? Frankfurt. Der deutsche Aktienindex fiel in dieser Woche unter die 4000-Punkt-Marke. Wirtschaftsminister Günther Rexroth warb daraufhin in Zeitungsanzeigen für das Dienstleistungsgewerbe. Gummifetischist macht alles. Ja, da bin ich doch ganz gut getroffen. Da wird ja wohl was laufen dieses Wochenende. Die Vereinigung der Russlanddeutschen fordert von der Bundesregierung finanzielle Hilfen. Mit einem speziellen Programm sollen vor allem Verwandtenbesuche ermöglicht werden. Tschö! Ja, tschö, Opa, ne? Mattet jo, danke für den Besuch. Ja, ja. Diesmal kommst du im Auto, ne? Die Nachbarn gucken immer so. So, Gott hab Gott. Ja, tschö, Opa. Los Angeles. Der Filmstar Tony Curtis hat sich wegen einer Affäre von seiner Lebensgefährtin getrennt. Beobachter bezweifeln jedoch, dass Curtis seiner neuen Freundin gewachsen ist. Hallo Kleines, wie geht's dir? Hagen. Der Verband der barmherzigen Tierfreunde appelliert an die Hundebesitzer, ihren Tieren genügend Auslauf zu bieten. Vor allem in der kühleren Jahreszeit brauchten die Hunde viel Bewegung. Arm in Arm nebeneinander, Jan Ulrich in Gelb, in der Mitte. Hör mal, Vater, hier, der Jan Ulrich, das ist ein Duftentyp, du. Den will ich gut. Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Ist mir egal, Jan Mann. Au! Kasper-Kram, mit dem blöden. Und was ist mit dem Waldi? Hast du mit denen heute schon was unternommen? Ja, sicher. Ich eben von was mit dem Waldi? Ach, der schläft doch draußen in seine Hütte, der faule Hund hier. Nee, guck mal besser nach.
Und sag Bescheid, wenn was ist. Von Erik Zabel im grünen Trikot des besten Sprinters und von Richard Virand im weißen Trikot. Naja, ich frag halt nur so, nicht, dass der wegrennt. Nur, der rennt nicht weg. Der hat's mit dem Kreislauf. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zum Licht. Danke, Anke. Am Donnerstag, meine Damen und Herren, begann in Frankfurt die internationale Automobilausstellung. Die Träume der meisten Besucher blieben jedoch unerfüllbar, denn noch in diesem Jahr darf man die Hostessen nicht anfassen. Was Sie machen können, damit sich Ihre Träume erfüllen, verraten wir Ihnen jetzt. Sie kennen das Problem. Sie wollen sich einen Traum erfüllen und können nicht. Alles, was Sie lieben, scheint unerreichbar. Sie haben stets Hunger, doch Ihr Kühlschrank bleibt leer. Damit ist jetzt Schluss. Lösen Sie all Ihre Probleme mit nur einem Anruf. Bestellen Sie jetzt das neueste Produkt aus dem Fernsehkaufhaus. Bestellen Sie jetzt Geld. Ja, seit ich Geld habe, geht alles viel, viel leichter. Zum Beispiel das Bezahlen. Ich bekomme sogar neues Geld zurück. Und Geld können Sie problemlos überall mit hinnehmen. Geld passt unter jedes Bett. Einfach so. Aber Achtung! Geld ist nicht im Handel erhältlich. Geld gibt es nur im Fernsehkaufhaus. Rufen Sie jetzt die Telefonnummer unter dieser Flagge an. Zum Sport. Die populärsten Sportarten in Deutschland sind nach wie vor Fußball, Tennis und Bier holen. Die Wochenshow hat es sich zur Aufgabe gemacht, gerade unbekannte Sportarten ins Rampenlicht zu bringen mit Rum, unserer Sportabteilung. Hallo liebe Rum-Freunde, guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rum. Ich habe gestern irgendwo meinen Hausschlüssel verloren, aber das ist nicht der einzige Grund, weswegen ich heute hier bin. Ich bin hier im Rudolf-Sack-Stadion in Emsbüren, wo die deutschen Meisterschaften im mentalen Zehnkampf stattfinden. Wir kommen gerade rechtzeitig zum Endlauf im 100-Meter-Schätzen. Das Rennen ist in vollem Gange. 75 Meter. Oh, 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 liebe Rom-Freunde, da hat sich Heimfavorit Udo Gabrowski doch kurz vor dem Ziel noch arg unterschätzt. Das ganze Feld zieht an ihm vorbei. 97 Meter. 98 Meter. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer, liebe Rom-Freunde, hat am Ende die Nase vorn? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Oh, da hat sich der Athlet aus Chemnitz total in der Disziplin verhauen. Er ist wohl mental immer noch beim Geometriathlon. Aber was ist das, liebe Rum-Freunde? Was macht Udo Gabrowski? Er scheint voll konzentriert. Ja, er konzentriert sich. Ich denke, er will es noch einmal wissen. Er liegt ganz hinten. Er hat nichts zu verlieren. Kann er das Feld noch einmal einholen? 100 Meter! Richtig! Unglaublich, liebe Rum-Freunde! Udo Gabrowski hat die exakte Länge der Strecke geschätzt. Finish. Man sieht auf ihn, Udo, ein unglaublich anstrengendes Schätzen, man merkt es aber trotzdem ein paar Worte. Ja, also dass das direkt so gut laufen würde, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Normalerweise schätze ich ja lieber so Strecken, so 400 oder 1000 Meter. Und als Hans-Jürgen Werner bei 98 Meter lag, was ging da? Ich sehe, liebe Rum-Freunde, es wird ein Dopingtest angeordnet. Wir bleiben live drauf. Oh, das sieht schlecht aus für Udo Gabrowski. Anscheinend hat er mit unerlaubten Mitteln gearbeitet. Mal sehen, was die B-Probe ergibt. Eindeutig gedopt. Gabrowski ist raus. Er ist raus. Schade, liebe Rum-Freunde, um dieses junge Talent. Ja, liebe Rum-Freunde, wir hätten Ihnen gern noch das Marathonraten gezeigt, aber die Teilnehmer stehen in etwa 44 Kilometer von hier. Deswegen zurück in die Anstalt.
Zum Fußball. Lothar Matthäus hat in den vergangenen Jahren viel mitgemacht. In kurzer Zeit trennte er sich von seiner Frau, der Nationalelf, und von seinem Verstand. Seitdem sieht er die Welt mit ganz anderen Augen. Mario, ich tu dir jetzt mal was sagen. Morgen Abend kommt doch der Trapattoni zu euch zu Besuch. Deine Kromöbel werden streifenlos sauber, wenn du mit einem in Salmiak getränkten Tuch drüber wischst. Lothar, für diese Worte muss ich dir Dank sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Das war's vom Sport und nun kommen wir zur Presseshow. Die Presseshow wird Ihnen präsentiert von Feuergeben, dem Magazin für Raucher und Nichtraucher. Wir haben die ganze Woche für die Zeitung gelesen, hier die wichtigsten Meldungen in Kürze. Die stets übermüdete Bild-Zeitung macht bürokratieverdrossenen Bundesbürgern Hoffnung. Beamte der Zukunft 24 Stunden im Dienst. An den anderen 364 Tagen im Jahr haben die Beamten selbstverständlich frei. Das waren dann auch schon die dramatischsten Schlagzeilen dieser Woche. Die weiteren Schlagzeilen befassen sich lediglich mit Themen wie Mord, Totschlag und Naturkatastrophen, wie zum Beispiel die folgende aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Dort lesen wir, Blitzschlag tötet 3 Golfspieler. Sie werden am kommenden Montag eingelocht. Die Lust, Vitamine zu naschen, wurde einem Obstpflücker zum Verhängnis. Ein Jäger schoss ihn geradewegs aus dem Geäst. Der Jäger zu seiner Verteidigung, ich zitiere, es war Notwehr. Der Mann drohte mit einem Granatapfel. Gut versteckt in der Taz fand ich folgende sensationelle Meldung. Doch noch. Gott heiratet. Da drängt sich die Frage auf, wie findet Gott eine ebenbürtige Frau? Ganz genau wie Millionen anderer alleinstehender Männer auch durch eine Kontaktanzeige. Hier der Wortlaut von Gottes Inserat. Junggebliebener Allmächtiger sucht bibelfeste Jungfrau. Meine Hobbys sind Modellieren, Erschaffen und Musik hören. Bringe konfessionslosen Sohn mit in die Ehe. Chiffre? Amen. Völlig außer sich titelt der sonst eher unerschrockene Kölner Express. Igitt, was kommt da aus dem All? Na was wohl? Die Mir-Kosmonauten Sergei und Alexei, die sich seit 3 Monaten nicht waschen konnten. Aufatmen, meine Damen und Herren, bei den anonymen Alkoholikern. Sie konnten sich über die Schlagzeile der bodenständigen Bild-Zeitung freuen. Bier jetzt auch als Brotaufstrich. Einziger Nachteil, ein gutes Brot braucht 7 Minuten. Dem Kölner Express entnehmen wir eine Meldung, die wohl allen von uns ans Herz geht. Thunfisch vorm Aus. Bei den mit 100.000 Goldfischen dotierten internationalen Fischtennismeisterschaften in Barcelona zeigte sich der Dorsch aufspielende Thunfisch zunächst in Bouillabaisse-Form. Bereits im 2. Priel jedoch haderte er mit dem Sardinienrichter und zeigte sich zunehmend verstört. Zwar panierte er noch einen flunderbaren Netzrollmops, vergab aber den 3. und entscheidenden Lachs im Highbreak. Das war die Presseshow. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Feuergeben. Jetzt mit der Sonderbeilage Grillen und Kokeln. Hallo. Hallo, Herr Bierlach. Haben Sie Ihr Tageshoroskop gelesen? Nee. Wieso, was steht denn drin? Gehen Sie heute nicht zu Biolek, der stellt so blöde Fragen. Oh, sorry, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Also, was steht denn jetzt drin? Die Zwillingsfrau ist Romantikerin. Das ist aber schön für die Zwillingsfrau. Ich bin Krebs. Die Zwillingsfrau weiß, ihre Ellbogen zu gebrauchen, um sich durchzusetzen. Sie meinen bestimmt die Krebsfrau. Nein, ich meine Zwilling. Ich bin Krebs, Herrgott, nochmal. Nun fragen Sie doch was zum Thema. Fragen Sie mich doch zu meiner Grönland-Expedition. Schön. Haben Sie zu Afrika eine besondere Beziehung? Grönland, Sie Schüssel. Sagen Sie mal, kann das sein, dass Sie beim Kochen wieder zu viel getrunken haben? Ich habe auch gedacht, in dem Augenblick ist so blöd, ne? Tja, und das war's schon wieder. Und auch nächste Woche fragt Bio wieder Sachen, die keinen interessieren. Ich hoffe, Sie sind dabei. Tschüss, Wiedersehen.